Hallo, liebe Community, liebe Vereinfacher-Freunde, herzlich willkommen bei unserem neuesten Video. Und wir haben uns heute noch was ganz Besonderes rausgesucht, ihr habt vielleicht einfach eine mitbekommen. Thorsten Fischer, ja, was sagt man überhaupt immer, der Mäzen, der Würzburger Kickers, ich habe gelesen, der hält 49% des Vereins, hat sich ein bisschen darüber echauffiert, dass es in der zweiten Liga bei seinem Verein fast schon methodisch, wie er es formuliert hat, Fehlentscheidungen gibt. Angeblich 11 verschiedene Fehlentscheidungen hintereinander. Und er vermutet auch Absicht und Verschwörung dahinter. Und daraufhin hat er dann auch angekündigt, dass er seine Sponsoring-Verträge mit dem DFB irgendwie kündigen will und so weiter. Mittlerweile ist er ein bisschen zurückgerudert, weil es offensichtlich noch Verträge bis 2023 gibt mit dem DFB. Ich habe da gelesen, um die 4 Millionen Euro für Bandenwerbung und so weiter. Ist natürlich ein bisschen seltsam, ne? Dass jemand dann sagt, oh, jetzt haben wir verloren und jetzt war das eine Fehlentscheidung und jetzt ziehe ich meine Sponsorengelder ab. Alles so ein bisschen seltsam. Ich fand es einen ganz interessanten Punkt, um mir den Dirk wieder zu schnappen und mit ihm mal darüber zu sprechen. Schön, dass du da bist. Um mit ihm darüber zu sprechen, wie einfach ist das eigentlich? Ich meine, kann ich einfach so sagen, gerade so als Verein, irgendwie, ich habe jetzt einen Sponsorenvertrag und keine Ahnung, mir gefällt jetzt irgendwas nicht. Und ich kündige den einfach. Oder, keine Ahnung, vielleicht kann der Sponsor auch sagen, ja, da in dem Verein spielt jemand, dessen Nase mir nicht gefällt und ich möchte jetzt meine Gelder abziehen. Verträge sind ja eigentlich Verträge. Oder, Dirk? Genau, so ist es. Verträge sind Verträge, dafür macht man sie ja auch. Und was ganz interessant ist bei diesem Fall Flyer Alarm, da hat der Herr Fischer das Ganze mündlich gemacht. Da kann man sich natürlich schon mal die Frage stellen, kann ich überhaupt so einen Vertrag mündlich kündigen oder beendigen? Und da gilt zunächst mal, wie generell im Vertragsrecht, ich kann Verträge mündlich abschließen, ich kann auch Verträge mündlich kündigen. Aber ihr könnt auch davon ausgehen, dass wenn man jetzt hier mit dem DFB, das ist ja auch eine gemeinnützige Organisation, auch wenn das manchmal angezweifelt wird, aber jedenfalls, wenn man mit dem DFB einen solchen Sponsoring-Vertrag noch dazu mit einem solchen Volumen schließt, dass an irgendeiner Stelle auch drinstehen wird, wie man und in welcher Form vor allem man diesen Vertrag kündigen muss. Deswegen gehe ich davon aus, dass eine mündliche Kündigung so nicht funktionieren würde. Und von daher ist dann auch der Tipp und der Rat, wenn euer Verein oder ihr euch in so einer Situation befindet, zunächst mal in den Vertrag zu schauen, welche Form denn überhaupt vorgeschrieben ist, damit man nicht schon den ersten sozusagen Stolperstein an der Stelle hat. Was wären denn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Firma habe und ich bin bei einem Fußballverein als Sponsor, was wäre denn für mich eine Möglichkeit, aus dem Vertrag rauszukommen, wenn mir irgendwas nicht gefällt? Gibt es da irgendwie einen Grund für eine fristlose Kündigung oder ist das vom Vertrag abhängig? Also natürlich ist erstmal der Grundsatz, wie ich schon sagte, man guckt in den Vertrag rein. Häufig sehen diese Verträge eine bestimmte Laufzeit vor. Das bedeutet, in dieser Laufzeit ist eine ordentliche Kündigung dann ausgeschlossen. Und dann gilt das, was du sagtest, man kann ihn dann allenfalls fristlos kündigen. Und da gibt es natürlich in vielen Verträgen Regelungen dazu. Meist wird davon gesprochen, dass ein sogenannter wichtiger Grund vorliegen muss. Das wird dann auch manchmal noch konkretisiert, was das im Einzelnen bedeutet. Würde man jetzt gar nichts in diesem Vertrag vorfinden, vielleicht jetzt auch hier bei Flyer Alarm, das mal so unterstellt, dann könnte man immer noch ins Gesetz gucken. Und da gibt es eine Norm, das ist § 314 BGB. Und die sagt, dass man bei Dauerschuldverhältnissen, und ein Sponsoring-Vertrag wäre ein solches Dauerschuldverhältnis, da kann man aussteigen, da kann man kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn überhaupt ein wichtiger Grund? Und da sagt das Gesetz zwei Dinge. Es sagt zum einen, man muss immer so eine Gesamtabwägung machen. Also ist den Vertragsparteien es noch zumutbar, quasi weiter zusammenzuarbeiten oder eben nicht? Das ist das eine, was das Gesetz sagt. Und das Gesetz sagt auch, dass wenn dieser wichtige Grund in einer Pflichtverletzung eines Vertragspartners bestehen soll, dann muss in der Regel der Vertragspartner die Gelegenheit bekommen, quasi erstmal abgemahnt zu werden, damit er das Verhalten quasi einstellt und dann kriegt er sozusagen eine zweite Chance. Das ist jedenfalls der Grundsatz. Das heißt, so ganz einfach ist das mit der fristlosen Kündigung nicht und generell ist die Schwelle da schon ziemlich hoch. Okay, also da kann der Fischer noch so sehr drohen. Wie gesagt, der Vertrag läuft bis 2023, da kommt man nicht so einfach raus. Das hat er mittlerweile auch irgendwie, das ein bisschen zurückgerudert, hat er auch zugegeben. Lustig fand ich auch, dass er direkt nach der Sache gesagt hat, er werde ganz unemotional
würde er jetzt irgendwie davon ausgehen, dass das wirklich eine Verschwörung gegen seinen Verein ist und dass er deshalb irgendwie jetzt seine Gelder abziehen müsste. Also der Vertrag läuft bis 2023, der DFB kann da ganz entspannt sein, die 4 Millionen sind erstmal sicher. Und ab 2023 kann er dann, weil der Vertrag ausläuft, kann er dann ganz normal kündigen und die Sache beenden, wenn er das möchte. Beziehungsweise er müsste ihn im Zweifel nicht kündigen, wenn er ausläuft. Es sei denn, das sieht man auch häufig, es gibt so eine Verlängerungsklausel. Genau. Und wenn die vorsehen würde, dass zum Beispiel, wenn der Vertrag nicht bis zum so und so vielten beendigt wird, im Sinne von eine Kündigung ausgesprochen wird, dann automatisch tritt eine Verlängerung ein, dann müsste er natürlich in der Tat zu dem Zeitpunkt kündigen. Aber quasi jetzt hier und heute, dass da eine Kündigung funktioniert, das sehe ich hier definitiv nicht. Und man hat ja auch so ein bisschen den Eindruck, ich habe irgendwann mal ein Interview mit ihm gelesen, wo er gesagt hat, naja, warum heißt das Unternehmen Flyer-Alarm, weil wir hier gerne auch schon mal Alarm machen. und ich glaube, so ganz spontan war die Äußerung auch nicht. Die klang für mich so ziemlich gut vorbereitet, sagen wir mal. Aber ich weiß es letzten Endes natürlich auch nicht. Vielleicht ist das auch eine Unterstellung, aber jedenfalls im Vertrag ist er erstmal drin. Gut, also dann, liebe Würzburger Kickers, abgeschlagen letzter, das heißt, nächstes Jahr sowieso dritte Liga, was will man machen? Wie auch immer. Also, wir wollten das hier kurz mal thematisieren, weil ich es ein spannendes Thema finde, weil ich gedacht habe, was redet der, irgendwie Verträge kündigen und Gelder abziehen, das geht ja gar nicht so einfach. Ja, ansonsten, liebe Vereine da draußen, überlegt euch gut, irgendwie, wen ihr euch als Sponsor ins Boot holt. Manchmal hat das noch ein negatives Ende. So oder so. Gut, danke fürs Reinschauen, liebe Vereinfach-Community. Wir wollten diese Woche mal was ein bisschen Verrücktes machen. Nächste Woche gibt es dann wieder Alltagsdinge hier beim Vereinfacher, wie Corona, wie Vereinsrecht, wie Gemeinnützigkeit. Danke, Dirk, dass du mir heute so kurzfristig Rede und Antwort gestanden hast. Und wir sehen uns im nächsten Vereinfacher-Video. Guckt auf unsere Seite, Webinare und so weiter. Ihr wisst ja, unser Portfolio ist riesig. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und danke fürs Reinschauen. Tschüss. Bis dann. Tschüss.